Oh je. Da ist die Tür. Ich komme näher. Stück für Stück. Ich mach mal das Neonlicht an. Sonst nicht, dass ich was übersehe. Boah, das war gerade ein bisschen sehr hell. Gehen wir runter? Okay. So. Nochmal. Es ist krass, wie sie sich dann noch so balanciert auf so kleinen Vorsprüngen, obwohl das eigentlich übel schwer sein muss, das zu ziehen. Schon bemerkenswert eigentlich. So. Bisschen veraimt, aber who cares? So. Da drauf. Da drauf. Das habe ich so im Augenwinkel gesehen. Okay. Hier noch was? Da wäre auch noch was. Da hinten. Aber dann komme ich hier wieder hin? Ich weiß es halt nicht. Das dämpft den Fall. Wenn man einmal schon hier ist, ne? Aua, 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 aua. Ah! Nein, nein, nein! Och, nö! Sonnisch! Schöner Mist. Kommen wir jetzt hier irgendwo nochmal hoch? Nee, ne? Das kann aber wieder nur mir passieren. Komm hier aber nicht hoch, ne? Oh, doch. Nee. Das reicht nicht. Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Ich muss jetzt den ganzen Weg ernsthaft nochmal rum. Ich sollte rübergleiten können. Glitschule hier ist immer den gesamten Weg. Gibt es da keine Abkürzung? Weißt du, schön war, ne? Ich könnte ja auch so langweilig sein, einfach direkt die große Tür nehmen, ne? Aber nein. Ich will da unbedingt noch das Zeug holen. Und wenn es nichts ist. So. Bitte jetzt nur nicht runterfallen. Da wäre dann der Geduldsfaden bald zu Ende. Vorsicht. Entweder ist man halt dann zu vorsichtig oder zu besonnen und riskiert zu viel. Es muss da eine Möglichkeit geben, hier hinzukommen, ohne dass wir den gesamten Weg laufen müssen. Hat sich dezent gelohnt. Ich weiß halt nicht, ob wir es im Gleiten machen können. Ich glaube, von hier aus komme ich nicht Nein! Zur Tür. Boah! Es gibt mir doch wenigstens diese Kiste.
frech. Kommen wir wegen den Gittern nicht lang, ne? Ha! Doch! Wusste ich doch, dass das geht. Eigentlich darf es nicht gehen. Eigentlich sind dafür die Gitter da. Das Kombination abgeschlossen. Datei, wertloses Versprechen, bereit für Übertragung. Genetisches Profil bestätigt. Wertloses Versprechen. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobel. Treten Sie ein. Was ist das? Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Ich will nicht, dass der Strom an ist. Hoffentlich hat das Wasser nichts wichtig. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Was ist das? Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Nein. Möchte ich. Aktivierung. Hochgefahren? Das klingt gar nicht gut. Können wir die einfach bitte existieren lassen? Nicht anfassen? Sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Ah, I don't know. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Nein. Ja, leg los. Nein, das ist doch eine Falle. Don't do. Nein, 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 nein. Er will dich doch nur töten. Okay. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Sylas hat aber nicht... Wunderbare... Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Hab eins. Zwei sogar. Ich hab mir langsam Sorgen gemacht. Nein, jetzt sag's ihm nicht auch noch. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Mach doch einfach den Konversationskanal zu. Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Nö. Ich fürchte, ja. Warum denn? Ohne Unterfunktion. Aloy, du hast alles gegeben. Alter. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte, warte, warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat. Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar Sicher nichts. Weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Mhm. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Müssen wir jetzt alle Unterfunktionen suchen? Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Und dann geben wir sie Silence. Sehr und clever. Er übernimmt die Welt. Sure. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Mach die Tür nicht auf. Naja. Also das. Warnung. Eindringlinge. Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Hm. Nein.
Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Doch. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Als Sklaven. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Nein. Nein! Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich! Ich versuche dir hier zu helfen. Nein, nein! Oh Gott! Warum? Belausch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Wo hat sie die alle her? Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Bestimmt. Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Hä? Neuer Klon oder what? Nein, sag nicht! Sag nicht, die andere ausgestoßen ist auch ein Klon von Sobek. What? Vielversprechend. Bitte? Das sind Klone. Das sind alles Klone. Wieso haben sie so viel Macht? Och, jetzt soll man die zweite nur mitnehmen können. Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Shit. Mist. Phantome, Beta. Okay, sie ist auch nur eine Gefangene. Aber... Wer sind... What the fuck? Tja. Hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobek hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Erfindung... Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Der glitzert ja wie ein Weihnachtsbaum. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Ach, das sind Schutzhäute irgendwie, was so glitzert. In VR töte ich ständig. Oh, schön für dich, das kann ich auch. Zittern, wenn das Leben entweicht. Oh Gott, ist der eklig. Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Nein. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Nein. Oh, Mäuschen. Ist das alles nicht wahnsinnig auf? What? Was? Ich kann nichts ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Warte, Konsole. Der Konsole. Soll das eine Waffe sein? Das ist eine Waffe. Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Ah, okay, warte. Komm mal her! Put, put, put. Ich kann nichts ausrichten!
Ja, ist mir egal, er soll herkommen. Los, komm, komm, put. Ja, die komm. Beute gehört mir. Na, komm. Ist nicht dasselbe wie Kämpfen. Schmerz. Macht. Miau. Frustration. Ja, du bist sehr frustriert, ich glaub's, ja. Ja. Jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Treffer. Das wird dir nicht helfen, Kleine. Aua. Nein! Da drüben bist du nicht sicher. Eine weniger. Was hast du vor? Nein. Au. Dank dir fühle ich all das, Mädchen. Oh, du bist so widerlich. Na also. Na los, schieß auf mich, nicht da drauf. Aua. Nein, er hat Rennen gelernt. Oh nö. Nein, er hat Rennen gelernt. Geschafft! Schluss mit den Fragen. Ah. Ist er cute. Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Nein. Ich kann dir nicht ernst nehmen. Oh, das sieht gut aus. Na komm. Los, komm schon. Ich muss den Hauptdraht kappen. Warte mal. Was macht er? Okay. Sie tanzt. Sie versteckt sich. Oh, der Draht wird von... Oh, da sind noch zwei Kopplungen. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Schönheit ist vergänglich. Aua. Geh weg. Hasse dich. Nur noch eine. Nein. Geh weg. Oh, ich werd unachtsam. Ich bin nur diese eine. Ich werd's dir leicht machen. Wo ist er? Hinter mir. Ah, nö. Geh weg. Nö. Au. Wo ist sie? Ach, sie ist genau da, wo er steht. Ich wünschte, es würde nicht so enden. Oh, geh mit deiner Harpune woanders hin. Nee, lieber nicht. Kann ich auch. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Blub. Ach, Menno. Ich dachte gerade ein bisschen, es zerquetscht ihn. Ich hatte Hoffnung. Jetzt werden wir ihn ja wiedersehen. Gar kein Bock. Verflucht! Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Ach nö. Die sind absolut assi, die Dinger. Die sehen schon scheiße aus. Ich will sie gar nicht bekämpfen müssen. Weil das wie so ein neumodiger Verderber ist. Also alles, was man nicht will. Verderber und Todbringer waren doch schon genug. Und Kängurus sind auch genug. Und dann kriegst du die da noch ab. Wir haben auch noch keine Ausdauer. Ich weiß, aber...
ist halt nichts. Ich weiß halt nicht, wie das geht soll. Hier ist halt nirgends Ausdauer, aber wir müssen hier komplett durchschwimmen. Hä? Das wird halt entweder sauknapp oder unmöglich. Weird. Ach, Menno. Können wir nicht schon das Atemgerät haben und dann einfach so unendlich lang atmen können und einfach da durchschwimmen, so, so ganz entspannt? Das wäre doch nice. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Ach, Mann. Man sieht, ob wir schnell genug sind. Hier ist auch nichts, wo wir uns mal irgendwie abstoßen können. Ich habe hier verkackt. Oh ja, ich habe verkackt. Hab ich verkackt? Ich sehe nichts. Ja, ich habe mich fest verkackt. Oh nein. Ich habe mich verschwommen. Aber wir überleben ja noch voll lange, wenn wir keinen Sauerstoff haben. Also könnten wir das mit dem... Quasi mit dem, wir sind eigentlich schon tot, aber sind halt doch nicht. Eventuell schaffen, wenn ich richtig Weg finde. Naja, ist ja nicht so, als wären irgendwie zwei Phantome hinter uns. Na, und dass wir keinen Sauerstoff haben. Na, ist ja normal.